Freundin zu spielen, ist natürlich total super. Ich finde, dass sie aussieht wie aus dem Bilderbuch. Und die kann mit Tieren sprechen. Guten Morgen, Sonnenschein. Ach, Monse, ich habe gerade so viel geträumt. Lilianes größtes Talent ist eigentlich auch gleich ihre größte Bürde. Sie kann mit Tieren sprechen und dadurch erfährt sie halt Dinge, die sonst keiner erfährt. Hallo Anton, wie geht's? Wie soll dem gehen? Das ist ein Esel, der juckt, dass er ein Einhorn ist. Ich wurde nur im falschen Körper geboren. Und dann passieren oft Katastrophen. Und sie werden von der Gemeinde verjagt. Susewind, in 24 Stunden sind sie weg! Familie Susewind ist gezwungen, wieder den Standort zu wechseln, müssen wieder umziehen. Habe ich euch zu viel versprochen? Ist das unser neues Haus? Und so beginnt der Film eigentlich mit dem großen Versprechen, das Liliane gibt. Okay, ich spreche ab sofort nicht mehr mit Tieren. Außer ein Bonsai. Den will ich aber gehofft haben, Keule. Bonsai hat ja so viel Charme, deswegen wird er auch von mir verkörpert. Hier stinkt was gewaltig. Ich meine, es duftet. Der Mann ist hell. Liliane kommt in eine neue Schule und die Klasse wird direkt am ersten Tag damit beauftragt, mein Zuhause herzurichten für die Wiedereröffnung. In diesem wunderbaren Zuhause hier, in diesem Tierpark, dieser Wohngemeinschaft, dieser Lebensgemeinschaft mit den Tieren, erfährt Lilly, dass in dem Zoo Tiere verschwinden. Immer mehr Tiere verschwinden und niemand weiß wohin. Und weil sie die Probleme der Tiere versteht, fühlt sie sich dann natürlich da wieder dazu berufen, da einzuschreiten. Und Lilly versucht mit ihren Freunden zusammen, die Tierbabys zu retten. Wir haben eine Spur. Doch Jess und ich schaffen das nicht alleine. Wir brauchen euch alle. Freundschaft, ein Hoch auf die Freundschaft. Es zählt nur die Freundschaft. Wir zwei und die Freundschaft. Für mich war es wichtig, dass ich ein eigenes Universum erschaffe, wo es glaubhaft ist, dass es jemand, der mit Tieren spricht. Joachim ist selber noch ein Kind. Er nimmt seine Geschichten und Welten, die er da so zaubert, sehr ernst. Und das ist ziemlich schön. Er ist einfach richtig so cool und auch anders. Er hat so diese anderen Ideen, so immer diese verrückten Charaktere, die halt oft richtig cool sind. Ich finde, dass der Film durch das Kostüm und die Ausstattung noch eine Ebene dazu bekommen hat, die wirklich einen in eine ganz andere Welt transportiert. Das ist für alle sinnlichen Reize ein Fest. Uns war es wichtig, eine Geschichte zu erzählen, die Mädchen wie Jungs gefallen kann, die unterhaltsam ist, die anrührend ist. Ist natürlich ein toller Cast, ja, mit ganz tollen Schauspielern und einer ganz hervorragenden Regie, mit einem ganz tollen Team. Und ich glaube, das überträgt sich im besten Fall immer auf die Leinwand dann auch, dass wir Spaß hatten. Wenn wir Spaß hatten, dann wird der Zuschauer auch Spaß haben. Man sollte den Film unbedingt sehen, weil er sehr herzlich ist und voller Kreativität steckt. Es ist ein super witziger Film. Das ist total Fantasy. Mit sprechenden Tieren. Ihr könnt mir den Hintern beißen. Und natürlich mit mir. Freundschaft, ein Hoch auf die Freundschaft.